Liebe Helen, tausend Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich weiß, du würdest hier lieber stehen und über 75-80% jubeln. Ganz so ist es heute nicht gelaufen. Was war los? Nee, es war nicht so richtig unser Tag heute. Tja, was war los? Also wenn ich es ganz genau wüsste, hätte ich es versucht zu verhindern. Ist mir nicht gelungen. Heute Morgen im Training, ich reite ihn immer morgens so 10 Minuten, fühle ihn einmal an und ja, ein bisschen lockern einmal, fühlt er sich ehrlich gesagt top an. Ich war hoch motiviert. Ich hatte das Gefühl so beim Abreiten, dass ich motivierter war als er. Ich weiß nicht. Ich meine, Demse ist ein Pferd und ich bin ein Mensch und ich habe mein Bestes gegeben. Vielleicht war ich auch nicht gut genug heute, ich weiß es nicht. Und Demse ist eben kein Tennisschläger, was eben diesen Sport auch ausmacht. Und ja, heute war auf jeden Fall nicht unser Tag. Da müssen wir nicht drum rumreden. Auf der anderen Seite hat Demse eine tolle Saison hinter sich. Wir mussten hart kämpfen fürs Weltcup-Finale, wo Demse alles gegeben hat, sich zerrissen hat und nicht zu bremsen war. Und jetzt war die deutsche Meisterschaft noch mit 3 Prüfungen. Ich weiß nicht, vielleicht war er auch ein klitzekleines bisschen müde. Vielleicht habe ich ihn nicht passend unterstützt. Also ganz genau, was los war, kann ich ehrlich gesagt nicht 100% sagen. Auf jeden Fall stimmte heute die Chemie zwischen uns nicht. Das kann ich sagen. Und alles gut, aber Kopf in Sand stecken nützt nichts. Er ist ein tolles Pferd. Er hat bewiesen, dass er alles kann, dass er mit allen Pferden mithalten kann. Und wir gucken jetzt nach vorne, versuchen es besser zu machen und ja, gucken mal, was noch gelingt. Das wäre jetzt genau meine Frage. Du sagst ja selber, so ganz genau weiß ich nicht, was los war. Jetzt habt ihr den Spezial als nächstes. Wie ist denn jetzt die Marschrichtung? Wenn man weiß, woran es gelegen hat, dann kann man immer sagen, okay, der war zu frisch, den reite ich länger ab, der war zu müde, den reite ich gar nicht ab oder jetzt mal etwas salopp. Was machst du jetzt? Normal weitermachen, würde ich sagen. Also ich werde mir das Video noch mal angucken. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich lasse es noch kurz sacken. Und morgen haben wir einen Trainingstag. Anfühlen, ein bisschen lockern vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, unterm Strich nicht zu viel machen, eher ein bisschen weniger, kurz und knackig. Sicherlich viele Übergänge, die Durchlässigkeit irgendwie noch mal ein bisschen verbessern. Und dann schauen wir, was mir gelingt oder was uns gelingt. Wir haben ja Gott sei Dank schon sehr oft erleben dürfen, dass du mental sehr stark bist. Also wir sind relativ sicher, dass du da in den Spezial voll deiner Motivation von heute reinreitest. Wir wollen aber auch noch einen Blick zurückwerfen auf gestern. Du hast ein richtig spannendes Nachwuchspferd dabei, richtig groß. Vairon, der war so ein Hauch da drin noch so, ist das groß hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Vairon ist 8 Jahre. Vairon ist für mich wirklich auch eins der besten Pferde. Aber ihm fehlt noch ein Funken Routine. Ich habe ihn im Winter noch Dressurpferde M geritten. Er ist im Herbst sein allererstes Turnier gegangen. Und ich finde, dafür bin ich sehr zufrieden. Er hat die Burgpokal-Qualifikation geschafft. Er hat international gewonnen schon. Ja, und gestern hatten wir natürlich auch gleich am Anfang gleich mal einen dicken Patzer drin, wo wir einfach durchs Schulterherein links mal komplett durchgaloppiert sind. Das war einfach irgendwie eine Abstimmungssache, würde ich sagen. Er hat viel Kraft bekommen, er hat viel tragen gelernt oder hat es sehr gut gelernt, eben sich zu tragen, sich zu balancieren, trotz dieser enormen Bewegung, die er hat. Auf der anderen Seite ist er mit Sicherheit das unroutinierteste Pferd, was hier mitgeht. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich bin aber super positiv. Der Rest der Runde war wirklich gut. Samstag ist noch eine Chance, wir greifen an. Ich meine, er war ja auch noch platziert, so schlecht war es jetzt ja auch nicht. Er ist wirklich eine sehr schöne, korrekte, harmonische Runde dann weitergegangen, abgesehen von dem ersten Fehler. Und ich denke, wir haben nichts zu verlieren. Ist er denn so ein Typ, der sich schnell beeindrucken lässt? Er ist ja wirklich groß. Manchmal haben die Großen das kleinste Herz und nach dem Motto, oh, Hilfe. Oder ist er eigentlich ein cooler Typ? Er ist von Haus aus nicht der Allermutigste, das kann man so sagen. Im Winter war das auch, für den ersten Turnieren oder mal einmal woanders reiten, das war schon noch ein bisschen spannender auch. Da war er durchaus sehr ängstlich und war nicht so ganz sicher, ob er da bald hingehen kann, wo wir hin wollten. Aber ehrlich gesagt mache ich mir das jetzt auch ein bisschen stolz, dass er hier in dieser Kulisse einen tollen Job gemacht hat. Vielleicht noch nicht perfekt, aber wirklich einen tollen Job und bei mir war und mir vertraut hat und das einfach durchgezogen hat. Da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Aber ich glaube, bei ihm darf man auch einfach wirklich nicht vergessen, wie jung er zumindest auf dem Turnier ist und vor was für einer kurzen Zeit er die Lektionen gelernt hat und auch überhaupt Turnierluft geschnuppert hat. Ich komme nicht umhin, diese Frage zu stellen. Wir haben dich auf Vairon hier gesehen und wir haben Suppenkasper hier.
ich kann nicht anders. Mir fällt diese Parallele, die sind riesig und ich finde sie beide richtig cool. Hinkt der Vergleich total oder ist das schon auch aus deiner Sicht ein bisschen so, dass es da Ähnlichkeiten zumindest gibt? Ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr oft schon gehört, diesen Vergleich. Ich glaube, Weyron ist in der Tat einen ganz kleinen Hauch größer als Suppenkasper. Aber ich glaube, es sind beides geniale Pferde und auch von der Einstellung her, es richtig machen zu wollen und sich wirklich anzustrengen. Und ich habe mich heute sehr bei den Mopsi gefreut über Suppenkasper und ich freue mich immer, ihn wiederzusehen. Und es gibt ja auch schon ein schönes Foto, wo Ann-Christine mit Weyron spazieren geht und Steffen mit Suppenkasper gerade kommt und die beiden nebeneinander stehen. Und ich glaube, Pferde mit Potenzial für alles und Weyron muss natürlich den Sprung in den Grand Prix noch schaffen, aber wir haben zu Hause schon mal angetestet. Ich glaube, das schafft er. Wir freuen uns echt darauf und jetzt drücken wir erstmal alle Daumen für den Samstag. Auf jeden Fall, Helen, tausend Dank. Jo, danke, das kann ich gut gebrauchen.